So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge. Wir sind immer noch Level 40. Ein Flottenalarm und eine Patrouille gemacht. Und wir sind endlich am JFS 47-2. Okay, die Stadt am Rande des Niemals. Fangen wir einfach an. Sehr schön. This is Captain Thielen of the USS Kirk. We are under attack. We have been boarded and need immediate assistance. Okay. Komm ja schon. Ja. Dauert doch noch ein bisschen. Ach, na gut. Jetzt bist du beschleunigt. Greifen wir mal die Klingonen an. Sehr schön. Kritischer. Aha. Was ist jetzt da? Unsere Escort-Schiffe sind irgendwie stärker ziehen. Normal. Warbird. Und da ist die Kirk. Captain, die Schilde der Kirk sind unten und der Antrieb und die Waffensysteme sind schwer beschädigt. Ja, ich erkenne klingonische Lebenszeichen auf der Kirk. Das Außenteam ist bereit zu. Auf ihren Befehl können wir los. Na gut, dann gehen wir mal los. So. Moment. Ah. Überall auf dem Schiff wird geschossen und gekämpft, Sir. Die Mannschaft der Kirk kämpft um ihr Schiff. Wir sollten Captain Thielen. Oder wie hieß er nochmal? Thielen? Ich habe keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Er wird mehr wissen. Und dann suchen wir ihn mal. Willkommen auf der Kirk. Oh, hallo. Meine Güte. Was? Wieder mal wieder zu. Flanke angegriffen. Öffnen wir mal die Kiste. Die beklauen noch die Leute, während sie um ihr Leben kämpfen. So gehört sich das. Achso. Alle weg. Hier lang. Hallo. You're coming with me, Kuva Mach. Das ist doch schon wieder dieser Bewatt. Also echt. Den nervt langsam. Hallo. Wir scannen hier alles weg. Wenn wir schon mal hier auf der Kirk sind, dann nehmen wir alles mit. Können wir auf unserem Schiff gebrauchen. Zur Brücke. Na gut. Ach, hier ist wieder Action. Machen wir gleich noch ein bisschen. Ach Gott. Schildherstellung hier, Gesundheit. Oh, der Captain hat auch so eine schöne fette Kanone. Das ist vielleicht auch, die ist gut.
Glad to see you. We could use the help. Was ist hier passiert? We were ambushed. We were en route for a scientific survey when multiple Klingon marauders decloaked and started blasting. The shields held up less than a minute, and once they went down, we were overrun by Klingon boarding parties. We've been fighting deck to deck ever since. Toll. Glad to see you. We could use the help. Wie ist der Status des Schiffes? I think we'll be fine once we clear out the last of the Klingon borders. Our first priority will be repairs to the shields and weapons. My chief engineer informs me it won't take much to get them operational. We took the worst hits to our engines. Chief says he'll need at least a day to repair the warp drive. Okay. Glad to see you. We could use the help. Was wollten die Klingonen denn? Das, glaube ich, haben wir gesehen. You saw it. Those blasted Klingons, ja, kidnapped my security chief. He must have kept one ship cloaked for the extraction. Lieutenant Paris's ties to the Klingons have always been trouble. Half of them think she's a traitor. The other half thinks she's a savior. And now this bunch thinks she is the cure to some crazy virus. Na toll. My Klingon is rusty, but I think I heard one of them say that they were taking Maral to the right place at the right time. At least that's what I think I heard. I don't know what they meant by that, but we can't leave her in the hands of the Klingons. She's a good officer and a good friend. Glad to see you. We could use the help. Wie können wir helfen? Since we're stranded here, you're the only ship who can chase down the Klingons and rescue Lieutenant Paris. I'm transmitting the frequency of her comm badge to your ship. This will enable you to lock onto her and follow the ship that kidnapped her. Bring Lieutenant Paris home safe. Na gut, machen wir das mal. Captain, wenn die Klingonen Lieutenant Paris haben, sollte das Außenteam sofort zu Sylph zurückkehren. Vielleicht erwischen wir sie, bevor sie das System verlassen. Und rausbeamen. Wusch. Eine Nachricht von Klingonen, Sir. Soll ich sie auf den Schirm leiten? This mission cannot be delayed by a miserable Starfleet Tobot like yourself. We will find the secrets hidden in the Kuvamak's blood and use them for the glory of the Klingon Empire. I give to my escorts the honor of destroying you. Pray they send you to Rethor quickly. Nein, danke. Ich verzichte. Oh nein, immer lieber erst die anderen. Was war das? Hier wird sich nicht getarnt, lass das. Haben die USS Kirk gerettet. Das ist doch schön. Und die anderen sind leider weg. Bezeugen sie IKS. Wo sind die hin? Okay. Ich habe eine Sensorfassung der IKS Barsch. Oder so. So. Es scheint, als ob Captain Targan auf dem Weg zum Gateway-System ist. Ja, das System besteht unter der Quarantäne der Föderation. Zum Gateway-System warpen. Da sind wir. Ja, wir erfassen nur ein Paris-Signal auf dem Planeten. Wahrscheinlich hat sich ein Team der EKS Barsch runtergebeamt. Interferenzen verhindern eine saubere Erfassung und zum Beam. Der Planet ist von der Föderation unter Quarantäne gestellt worden, Admiral. Weil dies der Ort des Hüters der Ewigkeit ist. Fordern Sie vom Sternflottenkommando die Erlaubnis an, ein Außenteam auf der Oberfläche beamen zu dürfen. Anfrage geschickt, Sir. Sensoren zeigen Klingonenschiffe im Orbit des Planeten. Sie laden ihre Disruptoren auf einen Kampf vorbereiten. Waffen scharf machen und anvisieren. Meine blöde Nase juckt. Okay. Hier ein bisschen voll am Puls. So. Und Angriff. Warning. Ship is under attack.
sollten dort relativ gut wegkriegen. Ja, doch. Noch kriegen wir sie leicht weg. Abdrehen. Sachen einsammeln. Ach, da ist noch die IKS Barsch. Mal gucken. Na komm schon. 10 Kilometer. Los, okay. Da wird 200.000 Schaden erlitten haben von Destruktoren. Die sind hinüber. Schieß doch. Haben die unsere Waffensysteme aus dem Ding? Ja. Offensichtlich. Da hat uns die Explosion dahin gerafft. Das hasse ich immer. Respawn. Das Gebiet ist gesichert, Sir. Das Außenteam kann auf Ihren Befehl transportiert werden. Wir sind bereit, zur Oberfläche zu beamen, aber müssen auf jeden Fall den Kontakt mit dem Hüter vermeiden. Na gut. Versuchen wir es mal. Admiral, dieser Planet wurde vor über 150 Jahren von der Föderation unter Quarantäne gestellt. Als Captain Kirk und die Mannschaft der USS Enterprise den Hüter der Ewigkeit entdeckten. Erinnern Sie mich an den Hüter der Ewigkeit. Der Hüter ist ein uraltes Artefakt. Wer es aktiviert, kann in der Zeit zurückreisen. Es war viel zu gefährlich, es zu studieren. Also wissen wir nicht, welche Macht es besitzt. Was glauben Sie, will Bewatt damit? Es gibt nur eine Erklärung, warum Bewatt Lieutenant Paris auf den Planeten bringen würde. Sie wollen den Hüter der Ewigkeit verwenden, um in die Zeit zurückzureisen und die Geschichte zu verändern. Wir sollten uns beeilen, die Klingonen aufzuhalten. Wir müssen Lieutenant Paris retten, bevor sie den Hüter erreicht. Oder erreichen. Lassen Sie uns Lieutenant Paris finden und den Hüter schützen. Ach ja, der Hüter der Zeit. Ich finde das hier faszinierend, aber mit den Ruinen. Fragt man sich, wie es hier wohl ausgesehen haben mag, als es noch nicht völlig zerstört wurde. Vor allem, wenn sie sowas hochtechnologisches in den Hüter erschaffen können. Ja, hier krasse Wesen gehaust haben. Fallen sehr viele Säulen. Nehmen wir mal das Gas mit. Wie immer. Oh, schon krass. Oh, da geht's eigentlich weiter noch. Ne? Auf jeden Fall standen sie definitiv auf Säulen, wer immer hier gewohnt hat. Was schießt du da hin? Ach, da hat sie eine versteckt. Wer denn da hin? Fragt man nicht mehr, wie passt das zusammen? Weil diese Säulen, die sehen ja nicht sehr hochtechnologisiert aus.
Und dann schaffen die ein Zeitreisegerät. Wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz, keine Ahnung. Aber es kann ja sprechen. So, weiter geht's. Wir töten alle Klingonen. Da hinten ist der Hüter. Ich meine Sicherheitsexporte geholt. Lass Temet in Ruhe. Hebst du Temet auf? Ja. Und da hinten sehen wir schon den guten Bewatt. Und die Paris. Und sie gehen hindurch. Okay. Irgendeine Station, wie es aussieht. Eine Raumstation. Oh oh. Sprechen wir mal mit dem Hüter. I know all. I am my own beginning, my own ending. I was here before your sun burned hot, and I will be here long after. Okay, interessant. Seekers in search of a question. Shapers creating a dream. Explorers who believed a universe was too small. Okay. Was ist mit Miral Paris passiert? The one known as Miral Paris finds her future in the time before her time. She is the Kuva Ma. Her people follow her footsteps before she has made them. Was geschieht, wenn Miral nicht gerettet wird? Her presence in her past alters the river of time. Those who took the Kuvak Maw are conquering before the warriors arrive. They have brought the weapons of your world to a time that will be helpless to resist them. Your reality, your world, your beginning, all that you know is gone. Ja, sehr theatralisch, auf jeden Fall. Aber das ist die Frage, ist das eine künstliche Intelligenz oder haben die da ein Wesen eingesperrt, das jetzt hier für ewig hockt? Wer weiß. Was muss ich tun? Bring the future to the past or lose the present. You will need your vessel to face the challenges ahead. Step through my portal and it will be returned to you. Na gut. Aber nett vom Hüter. Ja, das haben wir alles schon gefragt. So. Am I to understand, Bavot entered the Guardian portal with Lieutenant Paris? That is very disconcerting news. I am contacting Starfleet Intelligence to see what our next move should be. For now, take no further action with the Guardian. That is an order. Achso, muss eine Belohnung auswählen? Waldstrahlgewehr. Zwillenwaffe. Artiggewehr. Gucken wir uns mal das an. Congratulations, Admiral. Teilen noch den Punkt. Den wir immer gebrauchen. Apropos Punkt. Ich bin gar nicht mal reingeguckt. Alter, wir haben gar keine Eigenschaften drin. Kein Wunder, dass wir so schlecht sind. Ach ja. Tarnung haben wir nicht. Scharfsinn, Wahrnehmung. Trainierungsdauer, Ziel verwirren und betäuben. Alte Griff im Nahkampf. Giftschaden, Widerstand. Wir gehen so seit dem Nahkampf, das bringt alles nichts. Belastbar. Nehmen wir auf jeden Fall mal. Was? Warum nicht? Ach, ich kann in der Mission, na toll.
Weil wir hier auf diesem Planeten sind, bestimmt geht das nicht. Na toll, danke schön. Unvollendete Vergangenheit. I've spoken with Starfleet Intelligence. Listen carefully. You were to use the Guardian Portal to follow Bavat wherever or whenever he went. Find him and stop him from altering the past. Stop the Klingons, save Moral Paris and restore the timeline. Na gut, machen wir doch. Akzeptieren. Dann dürfen wir da durch. Ja, wir gehen mal durch. Mal überlegt, ob ich jetzt Ende mache, aber nö. Gehen wir mal hier durch. Benutzen Sie das Portal. Guten Tag. Admiral, der Hüter der Ewigkeit, scheint uns zu unserem Schiff zurückgebracht zu haben. Und ich glaube das nicht. Unser Schiffszeit zeigt, dass wir uns im Jahr 2270 befinden. Also 5 Jahre nach der Drosanna-Mission. Lassen Sie uns unsere Sachen holen. Sir, es ist merkwürdig. Anscheinend wurden die Geschichtsdaten in unseren Computern verändert. Die Computer zufolge ist dies die Schlacht, in der die USS Enterprise und ihre gesamte Crew vernichtet werden. Diese Niederlage löste weitere Ereignisse aus, die schließlich zum Auseinanderfallen der ersten Vereinten Föderation der Planeten führte. Das ist alles falsch, Admiral. Sieht so aus, als würde Bavat die Geschichte bereits ändern. Ich empfange die Signale eines klingonischen Raptors aus unserer Zeit, Admiral. Es ist die IKS Warwick und ich empfange die Signale von Lieutenant Paris Kommunikator. Sie ist an Bord. Warwick greift der Enterprise an, Sir. Wir müssen das verhindern, Sir. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kontamination aus unserer Zeit die Vergangenheit ändert. Die Enterprise ruft uns. Ich stelle durch. Unknown ship. This is the USS Enterprise. Please respond. Admiral, ich übermittle eine reine Textnachricht, damit Sie wissen, dass wir freundlich gesinnt sind und helfen wollen. Je weniger wir mit Ihnen zu tun haben, desto geringer ist die Chance, dass wir die Zeitlinie verändern. Wer kommt doch aus dieser Zeit? Im Prinzip. Kommen wir ja hierher. Also, das ist unsere Zeit eigentlich. Ach ne, nicht die Warwick, er ist die anderen. Da fliegt die Enterprise! Das ist nicht spannend. Autsch. Schön, wir sind schon mal weg. Ja, das ist ein komischer Bug, dass die immer öfter abgeschickt werden, als sie eigentlich sollten. Die Torpedos. Also sie fliegen nicht wirklich los, sondern sind nur so 50 Mal abgeschickt. Warum auch immer. Und jetzt hinter uns, das gefällt mir nicht. Wir haben es wohl geschafft. Das ist die Enterprise. Hallo Enterprise. Wir haben dich verteidigt. Jetzt? Aha. Sir, die Enterprise ruft uns erneut. Wir bessern das aus. Unknown vessel, this is Commander Spock of the USS Enterprise. Thank you for your assistance. Admiral Spock bittet, dass wir uns zu identifizieren. So. Oder uns zu identifizieren. Das wir gehört dann glaube ich nicht hin. Sie möchten mehr Informationen über uns. Es wäre nicht klug, ihnen zu antworten. Jeder Kontakt mit Menschen aus dieser Zeit, es ist aber ein Vulkanier, könnte eine Verletzung der obersten temporalen Direktive darstellen, Sir.
Wir sollten uns darauf konzentrieren, Lieutenant Paris zu finden und die Zeitlinien zu korrigieren, die von den Klingonen beschädigt wurde. Die Warwick ist ein nahegelegenes System geworbt. Ganz an die Warp-Signatur hängen und wir müssen sie verfolgen können. Dann verfolgen wir sie. Tschüss, Enterprise. Captain, ich habe die Warwick und Lieutenant Paris Signal lokalisiert. Die Warwick hat ein paar neue Freunde, Sir. Wir sollten uns darauf vorbereiten, uns zu verteidigen. Ja, das können wir ja. Hoffe ich. Schätze ich. Nein, die Warwick. G7 bitte. Aua, 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 aua. Irgendwie heftig gerade. Hm. Gegner werden schon stärker. Next. Die Gegner können nicht nehmen. Okay. Wir sollten in der Lage sein, den Kommunikationssignal zu scannen. Gott. Inventar ist voll. Okay, wir haben ein Signal. Halten trotzdem mal an. So. Inventar ist voll, das heißt, wir werden jetzt mal einfach hier Replikator verkaufen. Oh, alles weg. Ja. Alles weg hier. So, die müsste ich mir mal angucken, ob der vielleicht gut ist. Geht's keine, was sollen wir denn damit? Oh, alles weg. Obwohl. Ich glaube ich erstmal. Konsolen würde ich gerne mal behalten. Da müssen wir gleich mal gucken. Hier, das ganze Essen nutze ich eh nicht, um die Schildladung und so. Ja, weg damit. Auch, benutzen wir auch nicht. Erstmal Pulswellenwaffe. Die wollte ich ja mal angucken. Das Rupdok Dualkanone. Hm. Ich glaube, die war schlechter. Die ganzen Lichtstrahlenbänke weg. Inklusive Torpedos. Nein, das habe ich auch verkauft. Na egal. Können die wieder zurückholen. Na, das können wir auch mal öffnen. Sortieren. Nämlich hier Konsolen. Wir brauchen noch Technikkonsolen. Nehmen wir die mal rein. Das Wissenschaft. Können wir auch noch einen reinpacken.
Gruppenschaft. Kontroll. Hier, Schildgeneration. Noch mehr Wissenschaft, alles Wissenschaftskonsolen hier. Ne, der eine hat 10. Ja, verstanden, dann behalten wir das. Komm. Ja, da. Recyceln. Weg. Lass die Konsolen noch. So. Jetzt haben wir wieder ganz viel Platz. Sorry, aber musste sein. Ach, wir können eh erstmal Ende machen und dann kümmern wir uns um die Warwick gleich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.